Hallo, geneigter Zuhörer, und herzlich willkommen zu diesem kleinen vorweihnachtlichen und gleichzeitig Jahresabschlussvideo. Schön, dass du wieder dabei bist, wobei wieder derzeit mal so dahingestellt sei, denn wer versucht hat, auf diesem Kanal in letzter Zeit regelmäßig Videos zu gucken, der wird festgestellt haben, dass es gar nicht mal so einfach ist. Dazu möchte ich ganz kurz was sagen, vor allem aber dazu, was ich vorhabe dagegen zu tun im neuen Jahr. Denn so ein neues Jahr ist immer gar nicht so schlecht, um ein Revue passieren zu lassen, was im letzten Jahr passiert ist, und natürlich, um die Sachen dann hoffentlich besser zu machen. Ja, was ist passiert? Es ist wahnsinnig viel passiert, vor allem in meinem Privatleben, weswegen ich das jetzt hier nicht so extrem auseinanderzerren möchte, dazu ist dieses Video nicht da. Nur dieses Privatleben ist dafür verantwortlich, dass eben in diesen unregelmäßigen Abständen und dann irgendwann gar keine Videos mehr kamen und dass ich begonnene Experimente und Projekte erstmal auf Eis gelegt habe. Und im Rahmen dieses Privatlebens muss ich meinen Kanal ein klein wenig umstrukturieren. Ich hatte vor, gerade bei Let's Plays, und da bietet sich's ja auch eigentlich an, jeden Tag ein Video hochzuladen. Das wird von daher problematisch schon allein, dass ich im neuen Jahr zwei Spiele habe, die ich Let's Playen möchte. Zum einen ist Divinity 2 immer noch offen. Zum anderen bekomme ich ja zu Weihnachten, aber das weiß ich jetzt noch gar nicht, Dishonored 2 geschenkt. Und das könnte, wenn man meine aktuellen Probleme mit Magix bedenkt, schon etwas knapp werden. Deswegen gibt es fürs neue Jahr folgenden Plan. Ich weiß noch nicht ganz genau an welchen Tagen, aber ich denke mal Dienstag, Donnerstag und Samstag werde ich ab jetzt Videos hochladen. Das ist ein Video pro Woche, pro Content. Das heißt einmal Dishonored, einmal Divinity und einmal ein bisschen was anderes. Das ist ziemlich auseinandergezerrt und könnte dem Zuschauerspaß, möchte ich es mal nennen, einen Abbruch tun durch die großen Pausen, aber ich bekomme es einfach nicht anders hin. Ich werde im kommenden Jahr im realen Leben in gewisser Weise aktiver werden müssen. Mehr dazu werde ich garantiert nochmal in irgendeinem Let's Play erzählen, deswegen auch hier derzeit nicht so viel dazu. Und ich muss mich daran ausrichten, was ich hier mache. Daher drei Videos pro Woche, zweimal Let's Plays, einmal Divinity, einmal Dishonored, was mit D so anfängt. Und das dritte wird so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, die ich jetzt im Dezember schon mal versucht habe. Ich möchte nicht direkt ein Rollenspiel machen, weil mir das schon wieder ein bisschen zu aufwendig ist, wenn man auch jedes Mal eine Geschichte finden muss. Aber ich möchte gerne so eine Art, so ein bisschen den Bildungsauftrag erfüllen, was man immer so sagt. Mehr an der Stelle dazu noch nicht, ich lege mir das noch so zurecht. Tja, was kann man jetzt noch sagen? Ich habe mir eigentlich schon, als ich noch in meiner Wohnung war, weil mittlerweile bin ich bei meinen Eltern, schon als ich noch in meiner Wohnung war, habe ich mir einen 4,5-seitigen Text geschrieben, weil ich eigentlich ein ziemlich langes Video machen wollte und einiges erzählen wollte, Revue passieren lassen wollte, was auf dem Kanal passiert ist, und habe mir das alles ganz toll unterteilt und zurechtgelegt, und das ist einfach kacke. Das lasse ich bleiben. Es hört sich kein Schwein an. Ich bezweifle, dass jetzt noch einer dabei ist. Wie lange quatsche ich? Fast 4 Minuten. Na gut. Ich habe auch gar nichts weiter zu sagen. Alles, was jetzt noch voll... Achso, ja genau, eine Sache. Ich habe zwar den Plan, dass diese Videos ab nächstem Jahr online gehen, in dieser bestimmten Reihenfolge an diesen bestimmten Tagen, aber ich werde das nicht von Jahresbeginn an umsetzen können, oder zumindest kann ich es nicht versprechen. Ich bin jetzt bei meinen Eltern und ich habe an jeden Scheiß gedacht, den ich mitnehmen wollte, und habe über diesen Scheiß hinaus komplett vergessen, mein Headset einzustecken. Und ich kann ohne Headset jetzt nichts aufnehmen, was Computerspiele angeht, weil der Ton vom Spiel ja dann vom Mikrofon aufgefangen wird, wenn ich das über Boxen spiele. Und da muss ich erst mal gucken. Ich habe gelesen, gerade bei Dishonored, das soll irgendwie einen interessanten Sound haben. Mehr konnte ich dazu nicht lesen. Und das möchte ich ungern mit irgendwelchen In-Ears spielen. Das möchte ich dann schon, wenn ich da ein gutes Headset schon habe, auch so nutzen, wie es da ist. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig versprechen, dass es gleich in der ersten Woche im neuen Jahr losgeht, aber spätestens in der zweiten. Das verspreche ich mit Sicherheit. Und bevor es jetzt soweit ist und wir uns wieder mit diesem Kram hier befassen, würde ich aber sagen, ihr überlegt nochmal, ob ihr für morgen schon alles vorbereitet habt. Ich habe alles fertig und ich freue mich schon wie ein kleines Schulkind.
Und dann ist ja auch bald, na, was es Weihnachten ist, dann ist Silvester. Und dann können wir uns wieder daran machen, die ganzen guten Vorsätze zu ignorieren, die wir uns gesetzt haben. Ich werde meine halten, zumindest was das hier angeht. Und verabschiede mich bis zum neuen Jahr von jedem, der bis hierher zugehört hat. Ach, und eventuell, ich weiß es noch nicht, ich bekomme ja vielleicht die Special Edition von Dishonored. Und da ist, also die Special Edition von Dishonored 2. Und da ist, soweit ich weiß, Dishonored 1 auch noch mit dabei. Und Dishonored 1 habe ich ja nun aber schon. Weswegen ich da einen Product Key haben werde, für den ich keine Verwendung habe. Und wenn sich das jemand bis zum Schluss angehört hat, dann bestünde ja vielleicht die Möglichkeit, dass dieser jemand den Key von mir bekommen kann. Und bekommt damit immerhin das Dishonored 1, sollte er es noch nicht haben, quasi geschenkt. Und das ist doch ein Deal. Gut. In dem Sinne habe ich mich jetzt auch nochmal eingeschleimt. Und nun wünsche ich erstmal wunderbare Feiertage. Macht's nicht so, wie alle das machen mit Geschenke, Stress und ach, ich muss und ich möchte gar nicht und streitet euch nicht. Macht euch schöne Tage, macht irgendwas Gemütliches, macht das, was ihr als Kind gemacht habt. Habt Spaß und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ich freue mich schon ganz doll. Bis dahin, alles Gute und adieu. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mid-sin